Also ich bin auch der Meinung, dass auf jeden Fall der Trend gepusht wurde, dass Frauen auf jeden Fall mehr gepusht wurden, gegen ihre Biologie zu gehen. Es gibt aber auch, sage ich jetzt mal, gesellschaftliche Strömungen, die halt einfach zeigen, dass wenn du Frauen lässt und es ihnen erlaubst, sie auch mehr Erfüllung für sich suchen, erst einmal in Aktivitäten, die eher Männer machen, wie zum Beispiel einer Karriere nachgehen, die zum Beispiel eine Zielsetzung haben, die nichts mit Familiengründung zu tun hat. So, Aber ne? meinst du, das erfüllt eine Frau genauso wie einen Mann? Das. Langfristig gesehen? Weil wir Männer sind ja, finde ich, dazu gemacht, wirklich aufzubauen. Ja, Glaubst du, was zu jede Frau hat erschaffen. volle Erfüllung mit nur Hausfrauenrolle? Wir reden jetzt von einer nur Hausfrauenrolle. Aber das ist die traditionelle biologische Rolle. Die Sammlerin, die ist zu Also Hause. mir ging es gerade nur um das Kindergebären. Dass Kindergebären ist jede safe. Frau durch ein. Kindergebären ist safe. Die wollen alle irgendwann Kinder. Wenn die auch später keine Kinder kriegen, werden die sich eine Katze holen oder sonst irgendwas, weißt du? Das ist der Punkt, Aber den ich die gerade anderen bringen wollte. Punkte will ich ansprechen, weil Welche? es ist ja nicht so, dass Frauen zum Beispiel sagen, ich will nicht arbeiten. Früher mussten aber Frauen nicht arbeiten. Oder wollten auch nicht in die Kriege. Die haben ja auch Wie genug kann es sein, Arbeit. dass wenn du Frauen das lässt, dass sie sich in diese Richtung entwickeln? Wie kann es sein, dass Das man ist ein sehr kann, großes wie kann es Thema. sein, dass Frauen in Abschnitten, wo eigentlich Männer besser sein sollten, wie zum Beispiel Universitäten, jetzt zum Beispiel Statistiken rauskommen, die sagen, Frauen sind viel besser dafür, Frauen sind besser im Zuhören, Frauen sind besser in der Aufnahmefähigkeit von vielen Informationen. Klar. Das sind aber alles Sachen, die würdest du eher Männern zuschreiben, nach oldschool-biologischen Verankerungen. Dass eine Frau, dass ein Mann besser zuhören kann als eine Frau? Dass ein Mann besser Informationen aufnehmen kann. Das ist ja nur zuhören. Also das Gehirn ist ja so gestrickt, da gibt es ja auch viele Modelle, ne? Also von Freud gab es ja ein Modell, der da meinte, das ist irgendwie sehr geradlinig, ne? Dann gibt es andere, die sagen, das Bewusstsein hat nur eine gewisse Kapazität, wo man wirklich die Dinge aufnimmt, ne, und einfach filtert und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es da Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt in der Biologie in Bezug auf die Informationsaufnahme. Also, wer sagt das denn? Du sagst doch, das sind biologische Verankerungen, dass zum Beispiel. Dass die Frau ein Kind gebären möchte, das Also geht sage es nur ich. ums Kindgebären. Das war mein Punkt gewesen, ja. Ja, aber was Und, Kindergebären aber ich angeht. würde auch sagen, dass es bestimmte Attribute gibt, ja, wie zum Beispiel die Empathie. Ja, das Würdest du sagen, Empathie ist biologisch sensible, verankert das oder einfach nur ein sensible, femininer das, Vibe? was denn? Würdest du sagen, die Empathie ist biologisch verankert oder hat damit zu tun, dass Männer einfach weniger Empathie erleben im Alltag und deswegen das weniger dann nachvollziehen können? Ich glaube schon, dass man in gewisser Weise mit einigen Fähigkeiten schon geboren wird, dass sich dann aber auch nochmal natürlich mit der Zeit nochmal formt. Ja? Wie wurdest du erzogen, was hast du in dieser Zeit erlebt, ja, weil wenn du vielleicht schon von der Biologie her, von der Genetik her schon so veranlagt bist, dass du vielleicht auch wirklich ein Mensch bist, der halt eben viel Empathie verspürt, ja, dass du dann halt eben durch die Zeit, durch vielleicht die Erziehung, durch Traumata, dann halt eben die Fähigkeit noch besser ausgeprägt wird beispielsweise, ne? So, das Würdest würde du ich zum sagen. Aber ich Beispiel. würde sagen, grundsätzlich würde ich sagen, dieses Empathie-Ding zum Beispiel ist bei einer Frau mehr gegeben als bei einem Mann. Würdest du sagen, dass zum Beispiel Frauen, die MMA machen, gegen ihre Biologie gehen? Als Frau? Was heißt denn gegen ihre Biologie? Weil die sind empathischere Weil ich sage ja Wesen, nicht, weil die dass eine größer. Frau. Nee, aber zum Beispiel eine biologisch verankerbarte Angst oder eine biologische. Nee, anders. Eine Angst, die biologisch verankert ist. Bei Frauen, Eine Angst. ja, eine Angst, die biologisch verankert ist, bei Frauen ist es, Gewalt zu erleben. Ne? Jetzt hast du Frauen, ich frage ja nur, ich sage ja nicht, ob es so ist oder nicht. Jetzt hast du Frauen, die zum Beispiel Kampfsport machen. Würdest du sagen, dass sie in dem Punkt dann gegen ihre Biologie gehen, weil sie eher der Gesellschaft folgen? Oder würdest du einfach sagen, Menschen haben verschiedene Also Interessen und. es gab ja auch in der damaligen Zeit, gab es ja auch krasse Kriegerinnen, so, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Aber Also trotzdem ist biologisch verankert, dass die größte Angst bei Frauen, das ist auch statistisch so bewiesen, bestimmt, Gewalt ist. weil sie auch das schwächere Weil sie Glied das einfach schwächere sind. Geschlecht sind. Das heißt, in Genau, dem und Moment so, gehen sie gegen und ihre der Körper Biologie. zeichnet das ja auch, ne? Warum sind wir Männer denn so
so gezeichnet, ne, dass wir halt eben wirklich mehr Muskeln aufbauen können beispielsweise, dass wir und so weiter, diese ganzen Eigenschaften, einfach die Stärke, die physische Stärke beispielsweise. Das heißt aber jetzt nicht, also wir sind halt eben in dem Punkt, sind wir halt eben privilegiert, ja, und so, das heißt ja nicht, dass eine Frau dann gegen ihre Biologie geht, wenn sie dann trotzdem vielleicht kämpft oder kämpfen kann. Wo ist denn das Problem? Kann sie doch, aber, sie kann das ja nicht, wenn sie dann in einem MMA-Kampf gegen einen Mann kämpft. Der Mann würde sie, denke aber ich, zerstören. Aber das hat mit physisch zu tun. Was ich aber meine ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau kennenlernst, die sagt, ich will keine Kinder kriegen, würde ich sagen, die geht gegen ihre Biologie, oder? Grundsätzlich ja. Aber wenn dasselbe muss, aber dieselbe Theorie muss ja aber dann auch für andere Aktivitäten gelten, die biologisch verankert sind, wie zum Beispiel die Angst vor Gewalt bei Frauen. Durch dieses Physische, die Angst, was zu kriegen, weil Frauen trainieren ja meistens mit Männern, die machen ja auch Sparrings mit Männern und die kämpfen zwar gegen Frauen, aber die gehen ja dann in diese Gewaltsituation gegen einen Mann quasi. Das heißt, diese Art von Frauen würden ja dann nach dieser Theorie auch gegen ihre Biologie gehen. Und deswegen frage ich mich das immer, weil... Ich verstehe den Punkt, den du meinst, aber ich glaube dann, wenn wir dann uns jetzt in der Biologie nochmal, wenn wir da reingehen, das glaube ich, dass ein Kind gebären deutlich stärker verankert ist, als die Angst vor Gewalt. Boah, die ist aber schon tief, weil die kommt von dieser Jäger- und Sammlerzeit. Weil der Mann ist rausgegangen, weil er musste mutig und tapfer sein und auch keine Angst haben vor der Konfrontation. Weißt du, was die größte Angst eines Mannes ist? Nee, muss nicht. Also Mann hat dann trotzdem Angst. Du darfst aber nicht nach dieser Angst gehen. Du musst ja dieser Konfrontation ins Auge blicken, während die Frau das ja nicht wollte und auch naturell Frauen ja weniger, zum Beispiel Mädels laufen ja nicht gerne nachts zum Beispiel rum. Ja. So, einfach, weil die Angst haben. Mhm. So, Angst, Gewalt zu erleben, weil sie das schwächere Geschlecht sind. Deswegen frage ich, wie es sein kann, dass, ich sag mal, so Kampfsport ist jetzt vielleicht so eine Nische, aber es gibt ja durchaus jetzt eine ganze Welle an Frauen, die ja beide Wahlen hätten, aber irgendwie mehr in maskuline Aktivitäten also gehen. Ihre Biologie quasi. Gegen ihre Biologie. Und dann ist die Frage, ist Manipulation stärker als Biologie? Weil ich bin der Meinung, Biologie ist stärker als Manipulation. Verstehst du? Weil diese selbigen Argumente, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, jemand ist homosexuell geboren. Wollte ich dich gerade eben fragen. Was wenn jemand mir sagt, jemand ist homosexuell geboren, dann verstehe ich zum Beispiel das Beispiel von Elton John nicht. Weil Elton John hat Kinder und hat eine Frau gehabt. And one Elton hit seemed just right for the occasion. Aber wenn du mir sagst, biologisch, also dein Körper, das heißt ja, darauf haben wir ja gar keinen Einfluss, auf unsere Biologie quasi. Wenn du mir sagst, dass du biologisch geboren bist und auf Männer stehst, wie kannst du dann überhaupt erregiert werden, wenn du mit einer Frau bist? Mhm. Verstehst du? Deswegen bin ich der Meinung immer gewesen, weil ich biologische Verankerungen so stark sehe, dass egal wie sehr die Gesellschaft auf dich einredet, das nicht irgendwie dazu führen kann, dass du dann nicht nach deiner Biologie gehst. Mm. Jetzt redet die Gesellschaft ein bisschen was auf Frauen ein. Mm. Man muss auch gucken, wie das in den nächsten Jahren sich entwickelt. Genau, ich kann dir mal meine Theorie da vielleicht zu erklären. Wie ich ja gerade schon anfangs sagte, also es ist meine Theorie einfach. Ja, ne? Ja, klar. Dass gewisse Dinge schon sage ich mal, stärker veranlagt sind. Ja? Wie vielleicht die Empathiefähigkeit oder dass du einfach ja, zwei Meter groß geboren wirst, ja, dann ist es halt eben einfach so, weißt du, ich meine? So, und ich glaube auch, dass halt eben wirklich einige Fähigkeiten, einige Attribute, ne, dann schon genetisch ein Stück weit veranlagt sind. Ich glaube aber auch, dass natürlich, dass sich das auch mit der Zeit, ne, verändern kann, wie ich ja gerade schon anfangs sagte, durch halt eben wirklich äußerliche Reize und Einflüsse einfach, formt sich ja auch dein Gehirn. Und dein Gehirn ist ja auch mit dem Körper verbunden. Ja? Das heißt, du kannst wirklich dann auch natürlich mit deinem Gehirn, mit deinen Gedanken, ja, formst du ja auch in gewisser Weise deine Emotionen und auch deinen Körper.